Dich willkommen. Ich versuche es ein bisschen kurzweilig zu machen, ein bisschen Einblicke zu geben, was wir in dem Bereich machen, wo ich da Chancen, Perspektiven, aber auch Risiken sehe. Geht dann so ein bisschen auf Hintergründe ein. Mir war jetzt nicht ganz klar, wer jetzt alles im Zielpublikum sein wird. Deswegen habe ich so ein bisschen Machine Learning dabei, aber ganz einfach, leicht gewichtig anhand von Beispielen. Ganz kurz ja zu meiner Person. Ich wurde ja schon vorgestellt, bin aktuell sehr stark, wie vom Herrn Pirkauer auch schon erwähnt, an der Ausgründung dieses Transferzentrums für Digitalisierung, Analytics und Data Science beteiligt, werde dazu am Ende auch noch was sagen. Selbst in der Forschung bin ich in den Bereichen Process und Data Science unterwegs. Bei Process Science geht es darum, betriebliche Abläufe, Geschäftsprozesse zu verstehen, Prinzipien zu verstehen, wie man solche Prozesse bestmöglich unterstützen kann. Wir haben vorher gehört, das Beispiel von Rechnungsprüfungsprozessen. Aber da gibt es natürlich auch viel komplexere Prozesse noch im Bereich wissensintensiver Arbeit, etwa im Engineering-Bereich bei einem Automobilhersteller. Mehr und mehr haben wir aber auch Arbeiten im Data Science-Bereich. Da werde ich ein paar dann kurz vorstellen. Und mir ist es immer eine Herzensangelegenheit, nicht nur als Forscher Ergebnisse zu publizieren, sondern auch Technologien zu bauen, teilweise auch Technologien in den Markt zu bringen. Also wir haben aus dem Institut auch mehrere Ausgründungen. Ich durfte auch die Day for Solutions im Rahmen einer Exist-Förderung für ein Jahr begleiten und das macht mir natürlich selber immer viel Spaß, wenn dann ein Teil der Ideen, die man so vermittelt, auch übernommen wird. Motivation, Big Data. Ich denke, dieser Cartoon trifft es ganz gut. Es geht darum, in Unternehmen ja evidenzbasiert, also basierend wirklich auf einer Faktenlage, auf einer Datenlage Entscheidungen zu treffen. Und nicht nur, sage ich mal, aus dem Bauch heraus. Natürlich soll Big Data das Bauchgefühl und Algorithmen das Bauchgefühl nicht ersetzen. Aber im Prinzip diese notwendige Evidenz, die oftmals halt fehlt, schaffen. Und ich habe da ein paar Fragen eingestreut. Das ist natürlich jetzt so, bei Startups wird es wahrscheinlich jetzt mit dem Big Data, die da vorliegen, noch nicht so groß sein. Aber ich würde trotzdem diese Fragen bitten, den Herrn Nikolaus immer einzublenden. Da geht es jetzt einfach ein bisschen Interaktion mit Ihnen zu haben. Also haben Sie in Ihren Unternehmen oder im privaten Alltag, sind Sie da mit Big Data schon konfrontiert? Wenn Sie einfach kurz eine Antwort geben, wäre das natürlich interessant. Und wir sehen dann auch hoffentlich gleich die Auswertung. Ich warte noch ein, zwei Momente. Wir haben schon die Hälfte der Teilnehmer haben schon teilgenommen. Also ich warte noch ein, zwei Sekunden. Da kommen die letzten noch rein. Jawohl, ich beende und gebe die Resultate auch gerne für alle frei. Ja, okay, also vielen Dank. Man sieht, viele haben auch schon eine Awareness, dass sie vielleicht nicht nur im Unternehmen, sondern auch im Alltag mit Big Data konfrontiert sind. Und die Beispiele, die ich nachher bringe, werden das dann auch, denke ich, unterstreichen. Was ist generell, was steckt da hinter Big Data generell? Ja, Peter Sondergaard, ein Vizepräsident von Gartner, hat mal gesagt, Informationen als das Öl des 21. Jahrhunderts und Analytics oder Data Analytics als so etwas wie ja die Veredelungsmaschine. Ja, weil Öl selber, genauso wie Daten für sich allein, sind jetzt vielleicht noch nicht sehr aussagekräftig, sondern man muss sie analysieren, vorverarbeiten, man muss sie dann natürlich auch in Business-Entscheidungen transformieren.
Big Data wird üblicherweise durch die vier Vs charakterisiert. Volumen, also Datenmenge, Velocity, Geschwindigkeit, mit der Daten erzeugt werden, mit der sie vielleicht auch verarbeitet werden müssen. Vielfalt, Variety und Veracity wird manchmal weggelassen, aber halte ich für extrem wichtig. Da geht es nämlich um Aspekte auch der Qualität von Daten und wie sehr vertraue ich denn in meine Daten, um darauf basierend vielleicht auch unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Ganz kurz, also zu Volume hätte ich eine zweite Frage, einfach um das ein bisschen aufzulockern. Ja, also was meinen Sie, welche Menge digitaler Daten, also hier mit X bezeichnet, jeder Mensch am Tag durchschnittlich erzeugt? Also jetzt auf Industrienationen bezogen. Auch hier, Professor Reichert, ich warte noch ein paar Sekunden. Wir haben schon wieder gut die Hälfte, aber ein paar kommen noch reingeflogen. Ja, es gibt kein Sieger, kein eindeutiges Stimmungsbild. Gut. Also noch 5, 4, 3, 2, 1. Ich beende und gebe auch wieder für alle frei. Okay, also man sieht, dass viele denken, dass sie wenig Daten, 10 Megabyte bis 50 Megabyte, das würde ich mal behaupten, erzeugt jeder schon mit seinem Smartphone am Tag. Also wir haben natürlich viele Dinge, Gegenstände, nicht nur im unternehmerischen Kontext, sondern wir fahren alle Auto, wir reisen alle, wir haben so einen kleinen Computer in der Tasche, wir haben vielleicht sogar Smart Home etc. Das heißt, wir erzeugen deutlich mehr Daten, als wir vielleicht denken. Und die durchschnittliche Menge wird so nach Studien mit circa einem Gigabyte täglich angegeben. Also das heißt, Big Data ist auch schon in unserem Alltag angekommen. Ja, und wenn man das einfach sieht, also weltweit werden täglich 2,5 Trillionen an Daten erzeugt. Wenn ich Internet der Dinge nehme, dann habe ich da täglich 5,5 Millionen neue IoT-Geräte, kleine Computer, Sensorik etc. Gesundheitswesen habe ich 150 Exabyte an Daten in Krankenhäusern, durchschnittlich 3 Terabyte Zuwachs pro Tag oder 1 Petabyte pro Jahr. Beim autonomen Fahren sammelt ein Fahrzeug täglich, wenn ich ins hochautomatisierte Fahren gehe, 4 Terabyte pro Tag. Das heißt nicht, dass diese Daten alle langfristig gespeichert werden. Das heißt zunächst mal nur, dass diese Datenmengen anfallen. Ja? Und diese Kurve hier unten zeigt ein bisschen dieses ja, exponentielle Datenwachstum. Und was exponentiell bedeutet, wissen wir in diesen Tagen ja gut. Die Variety, also die verschiedenen Formate, auch da muss man einfach sehen, zu Big Data gehören natürlich Einträge in Social Media, Tweets, Facebook-Einträge. In der Medizin habe ich ja erwähnt, insbesondere bildgebende Verfahren, die Unmengen an Bildern, an Daten produzieren, aber natürlich auch strukturierte Daten aus den Labors, Textdaten in Form von Befunden. Wir haben immer mehr Wearables, die ebenfalls Daten erzeugen oder sammeln etc. Und ich habe also mit einer Vielfalt an Formaten umzugehen. Es gibt Kollegen, die sich auch an der Uni Ulm zum Beispiel speziell auf die Thematik Text Analytics, also Analyse von Textdaten, zum Beispiel medizinischer Befunde befassen. Dann ist natürlich die Geschwindigkeit, mit der Daten entstehen, ein großes Thema und mit der sie auch verarbeitet werden müssen. Also in so einem modernen Auto habe ich bis zu 200 Sensoren, die ich eben für das autonome Fahren brauche. An so einer Börsensitzung werden an der New York Stock Exchange 1 Terabyte Daten oder Handelsdaten pro Tag erzeugt. Ich habe Netzwerkverbindungen.
die im Prinzip Unmengen an Daten natürlich auch hin und her bewegen. Das heißt also auch hier ist eines der Vs eben diese Geschwindigkeit. Und dann natürlich die Qualität der Daten, die ist ganz enorm. Und hier gibt es in der Tat Skepsis auch bei vielen Entscheidern, die es nicht der Datenlage vertrauen, sondern eben ihrer Erfahrung oder ihrem Bauchgefühl. Viele Unternehmen können nicht mal Aussagen zur Qualität ihrer Daten treffen. Also das ist so eine Botschaft, dass wenn ich Data Analytics oder Big Data Analytics machen will, Datenqualität natürlich in den Fokus rücken muss und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dann auch ist. Und das soll eben im Prinzip ja, dieses Cartoon hier illustrieren, dass also bevor ich die schönen Machine Learning Algorithmen anwende oder bevor ich sinnvolle Analysen auf Basis von Algorithmik durchführe, muss ich natürlich Daten guter Qualität vorliegen haben, Daten bereinigen etc. Und ich habe ja gesagt, eingangs Daten als das Öl des 21. Jahrhunderts. Und wenn man jetzt mal global das Ganze betrachtet, dann sind es natürlich nicht unbedingt die deutschen Unternehmen, die hier jetzt ganz weit vorne sind. Es ist aber auch nicht so, dass deutsche Unternehmen jetzt hier schlafen. Da muss man natürlich differenzieren. Großunternehmen, Bosch Rexroth hat ein imposantes Labor aufgebaut hier am Science Park in Ulm. Da ist das Thema Big Data, Machine Learning, künstliche Intelligenz im Prinzip hat da Einzug gehalten und beschäftigt dort Forscher und Entwickler tagtäglich. Da werden viele Patente angewandt. Also es ist nicht so, dass da nichts passiert, aber natürlich im Mittelstand, bei KMUs ist dieses Thema nicht unbedingt schon vollumfänglich angekommen. Ich möchte mal ein paar Anwendungsfälle und Projektbeispiele geben, damit Sie mal sehen, was wir so machen und wie spannend dieses Thema dann auch sein kann. Im Prinzip ist das jetzt kein Thema für eine bestimmte Branche. Ob das jetzt Gesundheitswesen ist, wo man sensationelle Studien hat, die zum Beispiel dokumentieren, dass jetzt eben ein KI-System zum Beispiel Hautkrebs bei Vorlage eines Bildes zuverlässiger erkennen kann als jetzt ein einzelner Arzt. Klar, so ein System kann am Tag vielleicht auch Tausende von Bildern lernen oder in einer Woche so viele Bilder wie der Arzt in 10 Jahren nicht. Wir haben Industrie 4.0, wo es natürlich darum geht, die Daten, die weit bei der Fertigung anfallen, zu nutzen, wirklich um auch die Produkte weiterzuentwickeln, also zur Richtung Predictive Maintenance und all diese anderen Bereiche, die Sie hier sehen. Und das schließt natürlich oder soll jetzt andere Felder nicht ausschließen. Nur einige Beispiele der Projekte, die wir machen. Also wir arbeiten traditionell seit langem mit der Automobilindustrie zusammen, hier unter anderem mit der Daimler AG, sind da auch momentan in einem Projekt, wo es sehr stark um Big Data Analytics im Fahrzeug geht. Auch da eine kleine Frage, weil ich das immer so faszinierend finde, wenn ich mich über Autos mit jemandem unterhalte. Ich bin ja gar kein Autokenner, aber ich bin immerhin ein Informatiker und als solches hat man da natürlich interessante Feststellungen. Also die Frage ist, viele von Ihnen sind ja im Bereich der Digitalisierung und Sie wissen, was so ein Programm zu schreiben kostet, aber was schätzen Sie denn, wie viele Zeilen Code stecken in einem modernen Fahrzeug? Ja, also zum Beispiel in der S-Klasse von Daimler. Und mich überrascht die Zahl immer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn man überlegt, so ein modernes Fahrzeug hat bis zu 100 Steuergeräte, die sind über Bussysteme im Auto miteinander vernetzt und sollen ja diese Vision des autonomen Fahrens mehr und mehr möglich machen. So, dann haben doch einige richtig geraten mit Größe 100 Millionen. Also es ist in der Tat so, für die S-Klasse schätzt man ca. 120 Millionen Zeilen Programmcode, ja, im Auto.
Das heißt, das deutet natürlich klar an, ja, dass das ein hochkomplexes IT-System eigentlich ist. Ich habe mal einen Vortrag von einem Leiter eines Fraunhofer-Instituts gehört, der gemeint hat, ja, irgendwann muss man vielleicht die Autos verschrotten, obwohl sie äußerlich noch top dastehen, was die Mechatronik betrifft, aber das Auto selbst eben vielleicht softwaremäßig dann gealtert ist. Und das wird eine spannende Frage zu beobachten sein, wie das dann funktioniert, wenn mal dieses autonome Fahren sich noch stärker durchsetzt, wie schnell eigentlich wir neue Software-Releases auf die Fahrzeuge bekommen und wie gut es dann funktioniert. Und in dem Bereich jetzt autonomes Fahren betreue ich aktuell eine Doktorarbeit. Da geht es um Prädiktionen, und zwar stellen wir uns einfach vor, eine strukturierte Umgebung wie zum Beispiel Autobahn. Und ich habe vielleicht hier dieses blaue Fahrzeug. Und es geht jetzt darum, der Fahrer fährt Auto, also das Auto fährt autonom, der Fahrer macht vielleicht gerade E-Mails oder was auch immer. Und jetzt geht es natürlich darum, im Falle zum Beispiel, wenn jetzt die Technik ausfällt oder ich ein technisches Problem mit der Sensorik habe, dass das Auto trotzdem noch ein paar Sekunden autonom weiterfahren muss, bevor der Fahrer die Kontrolle wieder bekommen kann. Und dann geht es um eine spezielle Fragestellung: Wie kann ich das Verhalten der umgebenden Fahrzeuge prädizieren? Also zum Beispiel einschätzen, ob jetzt mal ein Auto die Spur wechselt, ob ich da vorsichtig sein muss, etc. Und das basiert auf Verfahren des maschinellen Lernens, neuronale Netze konkret jetzt hier, und ist natürlich unglaublich komplex und kann man auch nicht global beantworten. Da geht es dann auch um weitergehende Informationen. Wie kann ich diese Prädiktionen noch verbessern durch Einbeziehung von Kontextdaten? Da ist es immer ganz toll, wenn man Testdaten hat, hier zum Beispiel von der A8, von Ulm nach Stuttgart, Trakensteiner Hang etc. Da ist das Überholverhalten natürlich anders, sage ich mal, also auf der geraden Strecke. Aber hier ist es ein Thema, wo eine Dissertation sich nur mit dieser spezifischen Fragestellung zum Beispiel beschäftigt. Und da gibt es natürlich viele, viele mehr im Bereich autonomes Fahren. Anderes Thema ist Condition Monitoring und Predictive Maintenance im Kontext Industrie 4.0. Ich habe jetzt mal noch keine Maschine gezeigt, sondern hier so einen Leitstand in der Formel 1, denn die machen ja letztlich genau dasselbe. Man hat ein hochkomplexes Produkt, in dem Fall das Formel 1 Auto, und man hat einen Leitstand, dass alle möglichen Daten, welche die Sensorik aus dem Auto liefern, im Prinzip dann visualisiert, welches vielleicht Prädiktionen macht Richtung Ausfall, Gefahr von gewissen Komponenten im Auto etc. Und diese Metapher kann man natürlich auch übertragen im Prinzip auf Maschinen oder Maschinenlinien. Also hier hatten wir ein Projekt mit der Uhlmann Packsysteme AG, die so Verpackungsmaschinen für die pharmazeutische Industrie fertigen, wo man also zum Beispiel hier links Pillen reinwirft, die dann in Blister verpackt werden. Das sieht man hier, so eine Alufolie. Und dann kommen da weitere Maschinen, die dann in die Linie gepackt werden, die dann diese verpackten Blister wiederum in Schachteln packen, den Beipackzettel dazu machen, etc. Und diese Maschinen, die sind richtig beeindruckend, wenn man die in der Halle sieht, und die sind in so einer Linie 30 Meter oder noch länger. Die sind natürlich von der Mechanik her top, und die werden aber auch zunehmend mit Sensorik ausgestattet und sammeln Unmengen an Daten. Und ein Anwendungsfall für diese Daten ist natürlich das Condition Monitoring, also den Zustand, den aktuellen Zustand der Maschine zu beobachten, und vielleicht auch gewisse, sage ich mal, Warnungen zu geben, wenn gewisse Beobachtungen Ausreißer oder, sage ich mal, nicht erwartetes Verhalten zum Beispiel dann zeigen. Also beispielsweise gibt es da so einen Drehmotor, wo so eine Kette ist, und da wurde diese Kette, die kann prinzipiell reißen, was natürlich im laufenden Betrieb nicht so günstig wäre, wenn dann die Produktion einer Charge angehalten wird und man möglicherweise Umrüstkosten etc. hat. Also es wäre wesentlich günstiger zu wissen,
wann die Kette reißt. Und man hat tatsächlich bei den Messungen dann eben gewisse Messungen vom Strom, der periodisch erfolgt ist, festgestellt, dass das für die Kette, die da gerissen ist, im Prinzip eine gewisse Auffälligkeit ist. Und zwar noch einen gewissen Zeitraum, bevor die Kette dann letztlich wirklich reißt. Und so ein Condition Monitoring hilft uns natürlich, dann im Prinzip eine Warnmitteilung zu geben und zu sagen, halt die Maschine an und ruf den Service zum Beispiel an. Ja? Aber Condition Monitoring ist jetzt nur ein Beispiel von möglichen digitalen Diensten, die man ins Produkt, also in die Maschine des Maschinenbauers bringt. Ein anderes natürlich, und das ist auch mit dem Unternehmen gemacht worden, Predictive Maintenance. Das ist nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Also da geht es darum, ich habe im Pharmabereich zum Beispiel Firmen, die nutzen, also Pharmaproduzenten, die nutzen die Maschinen 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und es gibt eben vielleicht andere Unternehmen, die nutzen die nur 5 Tage die Woche, 16 Stunden am Tag. Und man möchte eine auf den Kunden zugeschnittene Wartung machen und möchte das abhängig von Daten im Prinzip dann auch empfehlen. Und das ist das Ziel von Predictive Maintenance. Da gibt es erste Erfolge in bestimmten Branchen, je nach Variabilität der Produkte, die ich da habe, geht es eben mehr oder weniger gut. Aber auch eines der möglichen neuen digitalen Dienste, die uns eben zu denen uns Daten befähigen. Oder was wir da gemacht haben in dem Projekt, das wurde von Uhlmann dann auch auf der Messe vorgestellt. Gab auch einen Preis Kooperation Wirtschaft Wissenschaft. Wir haben Service- und Wartungsprozesse an der Maschine, wo ich also an bestimmten Stellen in der Maschine gewisse Kontrollen oder Überprüfungen machen muss, vielleicht auch Teile austausche. Das haben wir in einen Prozess gebracht, also in so eine Guidance. Und man hat ja schmutzige Finger, wenn man an der Maschine ist. Das wurde dann mit so Datenbrillen, wo man so eine augmentierte Realität dann hat. Im Prinzip wurde der Service-Mitarbeiter, hat eine Guidance erhalten, wann er was macht. Und wenn da jetzt ein Teil war, das heiß ist, dann hat er vielleicht auf der Datenbrille noch eine Warnung bekommen. Also wo ich auch unmittelbar die Daten dann nutze. Ich will jetzt in keine Details reingehen, nur das hört sich immer so einfach an. Aber wenn Sie sich mal nur einen Sensor von der Maschine vorstellen, dann muss natürlich erstmal diese Sensordaten erfasst und vorverarbeitet werden. Man möchte vielleicht Ereignisse generieren. Also wenn ich einen Temperatursensor habe, interessieren mich nicht vielleicht die alle 10 Millisekunden gemessene Temperatur, sondern vielleicht eben nur das Ereignis, dass die Temperatur über einen gewissen Schwellenwert für einen Zeitraum größer als n Millisekunden gegangen ist, um dann zum Beispiel in meinem Produktionsprozess einzugreifen und das dem Benutzer angemessen zu visualisieren. Und allein dieses Thema Sensordatenverarbeitung hat zu einem relativ komplexen Framework geführt, also wo man relativ viel auf der technischen Ebene beachten muss. Und es zeigt natürlich auch, dass das eine enorme Anstrengung ist, auch für so ein Unternehmen jetzt wie zum Beispiel Uhlmann. Wir arbeiten mit Medizinern, Psychologen, Psychiatern etc. zusammen im Bereich Forschung chronischer Erkrankungen. Also wir erforschen die Krankheit nicht, sondern wir bieten Technologien, um vielleicht an Daten zu kommen, die vielleicht mehr Aussagekraft haben als Daten, wie wir sie heute haben. Also in diesem Track Your Tinnitus-Projekt etwa sammeln wir Daten weltweit von chronisch erkrankten Patienten mit Tinnitus, also diesem Pfeifen im Ohr. Variante 1, der Tinnitus-Patient geht alle 3 Monate in die Ambulanz und wird dann befragt und man macht sich Notizen. Das ist aber genau etwa das Gleiche, wenn ich jemand, der Migräneproblem hat, alle 3 Monate dann fragt, wann war deine Migräne besonders ausgeprägt. Da erinnern wir uns vielleicht gar nicht mehr dran. Und wir sammeln Daten über Smartphone aus dem Alltag und die werden natürlich dann auch mit Machine Learning, aber auch mit statistischen Verfahren dann ausgewertet. Das heißt, wir überlegen uns nicht nur, wie wir Algorithmen zur Analyse verbessern können, sondern wie kommen wir vielleicht auch an Daten, die uns dann überhaupt ganz neue Erkenntnisse bieten. Ganz spannendes Thema, ethisch, aber auch ein sehr, zumindest zu diskutierendes Thema, Digital Phenotyping. Also
Man kann heute mit dem Smartphone ja Unmengen an Daten sammeln. Ich kann genau im Prinzip feststellen, wie lang oder wie schnell oder langsam jemand Texte gelesen hat, wie lange der mit dem Smartphone verbringt, ob der sich bewegt oder nicht bewegt, wie oft der sich bewegt, wie die Stimme beim Telefon ist, ob die jetzt euphorisch ist oder ob die eher, so wie nach dem letzten Fußballspiel da vor ein paar Tagen am Dienstag, leicht depressiv klingt. Und wenn ich sowas natürlich regelmäßig sammle, dann glauben Sie das nicht, wie gut man Aussagen zum mentalen Zustand von Personen treffen kann. Nur auf Grundlage des Smartphone-Verhaltens. Und das ist natürlich hochinteressant für Forscher einerseits, aber es sind natürlich auch hochsensible Daten andererseits. Aber das zeigt eben auch, wie man möglicherweise an Daten kommt, die man heute zum Beispiel im Bereich der Medizinforschung eben nicht hat, die aber möglicherweise sogar uns helfen, proaktiv Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Denken Sie, und das ist ein Projekt, in das wir jetzt gehen, da geht es eben um depressive, schwer depressive Erwachsene, aber es geht eben auch um die Frage um deren Kinder. Und wer kümmert sich denn um die Kinder? Und Kinder haben natürlich oder Jugendliche auch Smartphones und man kann da relativ viel Erkenntnisse. Auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite aber auch hochinteressant natürlich. Ein paar weitere Projektbeispiele. Also das war ein großer Automobilhersteller, die verwenden heute ein mathematisches Modell, um Prognosen zu geben. Im Bereich der Logistik, wie viele Teile brauche ich für die Fertigung im nächsten Monat, am nächsten Tag, also auf bestimmte Zeitfenster bezogen. Und das wurde mit einem mathematischen Modell gemacht, so just in time. Ich will also jetzt nicht zu viel auf Lager halten. Jetzt ist das Problem aber in der Automobilindustrie, dass ja jedes Auto ist so ein Individuum, also so eine eigene Variante, also diese Variantenvielfalt. Und Sie können ja heute Auto kaufen und das im Internet konfigurieren. Und da hat sich dann aber gezeigt, man hat dann eben mal Produktionsdaten aus einem Jahr genommen und hat dann da mit Machine Learning Modelle gemacht. Und hat dann festgestellt, diese Modelle funktionieren in gewissen Fällen viel, viel besser als das mathematische Modell, wenn es darum geht, zu prädizieren, wie viele Teile brauche ich im nächsten Monat, von welchem Typ, um meine Autos zu fertigen. Zum Teil funktionierte das aber auch schlechter. Und schlechter funktionierte es immer dann, wenn gewisse Features im Auto nicht so oft verbaut werden. Also bei Varianten, die seltener vorkommen. Ganz klar, weil da die Datenlage nicht so gut ist. Aber auch ein ganz, ganz gutes Beispiel über Möglichkeiten, aber auch Grenzen. Und heute wird dort jetzt so ein kombiniertes Modell aus mathematischem, statistischem Modell, einerseits aber auch Machine Learning, andererseits verwendet. Ein anderes Beispiel, ein Student hat eine Masterarbeit gemacht, der aber gleichzeitig auch schon beratend Unternehmen war, tätig war. Da geht es um so chemische Produktionsprozesse. Und da sind die Anlagen so ausgereift, dass man da kaum mehr Optimierungspotenziale sieht. Was man aber hier gemacht hat, man hat Daten, Unmengen an Daten gehabt, wo es um die Fertigung von einem gewissen Kunststoff zum Beispiel geht. Wann was in welcher Menge zugemischt wurde, wie lange das dann gerührt wurde, etc. etc. Und hat auf Basis dieser Daten Optimierungen erkannt, was der ideale Ablauf ist, also wie jetzt diese Gemische gemacht werden, wie lange die, welche Phasen durchlaufen, etc. Und hat da zum Beispiel mal schnell 1 Million sozusagen gespart, also nur auf Basis der Daten. Projekten, das wir jetzt gehen, da geht es um ja, Hydraulikpumpen, die jetzt in der großen Maschinenlinie gefertigt werden und die heute in der Regel nicht direkt ja, in der Linie quasi geprüft werden, sondern die werden dann rausgenommen, werden dann im Prinzip einer Prüfung unterzogen. Die Prüfung dauert eine gewisse Zeit, da stauen sich dann die Pumpen und es stört natürlich den ganzen Prozess in seinem Ablauf. Und da ist die Überlegung, ob man nicht aufgrund von Daten der Maschinen, die diese Pumpen produzieren, einerseits, aber auch aufgrund von gewissen Daten, die jetzt diese Maschinen in der Linie liefern können, nur kann man sie in der Linie natürlich nicht diesem hohen Druck aussetzen wie in der Teststation,
Aber wo man dann versucht, mit Machine Learning Modellen in eine Richtung zu kommen, kann man nicht eine Lösung finden, sodass man derart genaue Prädiktionen macht, sodass diese exogene Prüfung außerhalb der Maschinenlinie nicht doch eine Lösung wäre. Wissen wir noch nicht, was da rauskommt. Ganz triviales Beispiel von einem Unternehmen, das Bild passt jetzt nicht dazu, würde das Unternehmen nicht verraten. Ganz triviales Beispiel, die haben 5 verschiedene Parkhäuser und die wollten einfach abhängig von Daten Prädiktionen geben, wann wo am ehesten jetzt zum Beispiel ein Parkplatz frei ist. So, da habe ich jetzt eine vierte Frage. Nikolaus? Genau, und zwar, wie gesagt, mir war jetzt nicht bewusst, wer jetzt mein Zielpublikum genau ist. Ich habe natürlich gehofft, dass auch Anwender da sind, auch KMUs. Da die Frage eben, ob es in Ihrem Unternehmen bereits laufende KI-Projekte gibt oder wird zumindest drüber nachgedacht? Auch hier nochmal ein paar Sekunden. Gerne. Der Zeit. Und dann teile ich auch die Resultate wieder. Okay, also noch vielfach keine KI-Projekte. Das ist auch immer die Frage, wie man als KMU vielleicht in so einer KI-Initiative trotzdem partizipieren kann. Da komme ich ganz am Ende dann noch drauf zu sprechen. So. Ich dachte jetzt, ich gebe so ein kleines Tutorial, also wirklich nur so 15, 20 Minuten, bevor ich dann den Abriss am Ende mache. Was steckt denn jetzt hinter diesem Machine Learning und warum ist das momentan so ein Hype-Thema? Denn die ganzen Algorithmen, die es da heute gibt, die sind im Kern eigentlich schon sehr alt. Also ich kann mich schon an die Nutzung neuronaler Netze Anfang der 90er Jahre in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, erinnern, wo man im Prinzip so strukturierte Befunddaten oder Beobachtungen während der Befundung genutzt hat, um zum Beispiel eine Diagnostik oder Diagnose zu prädizieren. Ja, also die Verfahren sind nicht neu. Das Problem damals war nur, da hat man, glaube ich, einen 386 oder 486er Rechner. Da trainiert man halt dann so ein Modell dann mal über ein paar Wochen und wehe, wenn da der Strom ausfällt. Ja, das ist heute natürlich anders. Generell reden wir alle von KI momentan, aber KI ist eine Begrifflichkeit, da steckt mehr dahinter als jetzt vielleicht nur Machine Learning. Deswegen muss man das auch sauber trennen. Im KI-Bereich gibt es noch Planungssysteme, es gibt große Begriffssysteme und Ontologien, wo man dann Schlussfolgerungen machen kann. Es gibt regelbasierte Systeme, wo also bei Zutreffen gewisser Regeln gewisse Aktionen ergriffen werden. Und es gibt eben diesen Subbereich der KI, das sich maschinelles Lernen nennt, auch manchmal mit Data Mining bezeichnet, wo eben ein Blumenstrauß an Algorithmik, an Techniken, an Verfahren da ist, die heute so spezialisiert sind, dass man die jetzt gar nicht, sage ich mal, nicht mal in einer Vorlesung könnte man die näherungsweise alle vermitteln. Aber Machine Learning ist aus meiner Perspektive eine Subdisziplin der künstlichen Intelligenz. Und im Zentrum von Machine Learning steht dieser Knowledge Discovery Prozess. Also der Prozess, wo es jetzt eben darum geht, neue, auch valide und letztlich verständliche Muster in den Daten zu entdecken. Also beispielsweise, wenn ich Bilddaten habe, zum Beispiel in der Lage zu sein, Bilder zu klassifizieren in, hier habe ich ein Bild, wo jetzt eine bestimmte Diagnose zutrifft und hier habe ich ein Bild, wo ich das nicht sehe. Ja, also eine Klassifikation krank, nicht krank bezüglich einer bestimmten Diagnose. Ich habe es also immer mit Daten zu tun und ich habe diese Vielfalt angesprochen, die ich sammeln und auswählen muss. Die gesammelten Daten muss ich dann integrieren und bereinigen und diese Bereinigung, da geht es um
Qualität, da geht es um Lücken in den Daten, wo ich entscheiden muss, wie ich mit denen umgehe. Und wenn ich diesen bereinigten Datensatz habe, dann transformiere ich den vielleicht noch in ein gewisses Format, um dann darauf Machine Learning oder Data Mining anwenden zu können, Ergebnisse zu haben, die letztlich vielleicht auch zum Entdecken von Mustern führen, die ich bisher nicht gekannt habe. Das ist der Knowledge Discovery Prozess. Ja, und natürlich ist der nicht strikt sequenziell, sondern da muss man sehr viel auch tunen, bis man letztlich, sage ich mal, zu einem optimalen Modell zum Beispiel für Prädiktionen gelangt. Ich habe hier mal ein ganz triviales Beispiel eines Datensatzes mit Lebensmitteleinkäufen, die ich jetzt hier als Transaktionen bezeichne, verschiedener Tiere in einem Supermarkt. Das ist ein fiktives Beispiel aus einem Data Science Buch. Ich habe hier 8 Transaktionen mal gezeigt, wo man immer sieht, ich habe Variablen, die Tierart, das Kaufdatum, wie viel Früchte gekauft worden sind, ob auch Fisch gekauft wurde und welcher Betrag. Das würde ich als Datensatz bezeichnen und eine einzelne Zeile wäre jetzt eine Beobachtung oder ein Datenpunkt. Ja, und die Variablen sind unsere Merkmale oder Attribute. Und es ist klar, ich habe also gerade vorher habe ich ja das Beispiel mit der Prädiktion des Verhaltens umgebender Fahrzeuge genommen. Dort hat man das Problem, man hat oft hunderte von Merkmalen oder Attributen und muss dann erstmal eine Reduktion vornehmen. Was sind denn die wichtigsten, die jetzt für die Prädiktion des Verhaltens des umgebenden Fahrzeuges notwendig sind? Und man sieht eben, man hat unterschiedliche Arten von Variablen. Beispielsweise die gekauften Früchte sind ganzzahlige. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Prädiktion machen will, wenn eine Giraffe in den Supermarkt geht, wie viele Früchte wird die wohl kaufen, dann kann ich das auf Basis solcher Datensätze natürlich solche Prädiktionsmodelle erlernen und würde in dem Fall jetzt zum Beispiel eine Zahl prädizieren. Wohingegen, wenn Sie jetzt hier so eine binäre Variable haben, Fisch gekauft oder nicht, dann ist das ein Klassifikationsproblem. Also ich habe ein Tier, das jetzt vielleicht zu einem gewissen Datum reingeht oder ich bekomme eben so eine ganze Zeile und kann dann eine Prädiktion machen, ja, wird es ein Fischkäufer oder wird es kein Fischkäufer. Und je besser natürlich dann die Realität zu meiner Prädiktion ist, desto besser die Güte des Modells. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich vielleicht Lücken in den Datensätzen habe oder in einzelnen Datenbeobachtungen. Das Problem tritt sehr, sehr oft auf und muss daneben überlegen, wie ich da dann damit umgehe, ob ich die Zeile streiche, was vielleicht das Ergebnis verfälschen kann. Es könnte ja sein, dass genau bei Katzen man oft nicht weiß, ob die Früchte gekauft haben oder nicht. Und wenn ich Katzen dann ganz rausstreiche, verfälsche ich vielleicht mein Ergebnis. Also da muss man sehr gutes Gefühl haben, wie man damit umgeht. Also man könnte jetzt hier auch einen Median einsetzen oder einen berechneten Wert, wo man jetzt aufgrund der Tatsache, dass die Katze einen Fisch gekauft hat, vielleicht einen Rückschluss trifft, dass jemand, der Fisch kauft, nicht so viel Früchte kauft und dann deswegen hier berechneten Wert einsetzt. Also das ist in der Regel so die Ausgangssituation. Und das trifft letztlich auch zu, egal welche Art von Format ich habe. Wenn ich ein Bild habe, ist das im Prinzip mathematisch eine Matrix von Pixeln. Und dann ist eben jedes einzelne Pixel, wenn Sie so wollen, ein Merkmal. Ja, das sind natürlich dann ganz andere Dimensionsgrößen, mit denen man es dann zu tun hat. Und Ziel ist es eben, dass man jetzt in solchen Datensätzen nach Mustern sucht und in der Regel im Prinzip verschiedene Verfahren dafür hat. Und zwar geht es jetzt vielleicht jetzt mal darum, dass ich irgendwas zeichne. Also ich zeichne was mit dem Stift und möchte jetzt, dass dieses Objekt, das ich da gezeichnet habe, das geometrische, dass das im Prinzip klassifiziert wird. Ob das jetzt ein Quadrat ist, ein Rechteck, ein Sechseck oder vielleicht ein Stern, den ich da gezeichnet habe. Und in der Regel wird man in dem Fall so ein Supervised Learning, also ein überwachtes Lernen machen. Man würde viele so Figuren vielleicht zeichnen, kann ich auch handschriftlich machen, würde die dann labeln, also würde sagen, okay, das, was ich da gezeichnet habe, das ist ein Rechteck und das ist ein Kreis und das ist wieder ein Rechteck und das ist ein Quadrat etc. Und würde mit diesen gelabelten Daten dann unseren Machine Learning Algorithmus füttern. Also zum Beispiel ein neuronales Netz,
Und würde dann mit einem anderen Teil von Daten mal testen, wie gut dieses Modell zum Beispiel dann ist in dieser Klassifikation. Ja. Es gibt aber auch unüberwachtes, unsupervised Learning, wo ich eben gar nicht weiß, nach welchen Mustern ich vielleicht suche. Wo ich also jetzt im Prinzip einfach die Daten in meinen Lernalgorithmus werfe, um dann mal zu schauen, kann der zum Beispiel Cluster erkennen. Und dann gibt es noch andere Dinge wie bestärkendes Lernen, wo ich auch im Prinzip Feedbacks nutze und versuche, das Lernverfahren selber oder das Modell im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln und zu optimieren. So, dann gehe ich mal weiter. Und jetzt einfach mal exemplarisch ganz wenige Algorithmen. Hier geht es um, kennen vielleicht der ein oder andere, ein Verfahren des Unsupervised Learning. Also ich weiß noch nicht, nach welchen Mustern ich suche, sondern das soll mir genau der Algorithmus sagen. Hier ein Beispiel einer Studie von Facebook, wo es darum ging, Fans nach oder Filmfans nach Persönlichkeitsprofilen einzuteilen. Da konnten die Nutzer im Prinzip jetzt angeben, zum Beispiel sich eine Persönlichkeit bewerten, ob sie gewissenhaft, extrovertiert und was war das andere, emotional oder offen sind und durften sich da auf einer Skala einordnen und dann durften sie noch Filme liken oder nicht liken. Ja, und dann hat man eben festgestellt, wenn man das dann eben auf so ein, hier ist sehr einfach, weil ich sehr wenige Eigenschaften habe, dass das gewissenhafte Leute üblicherweise auch noch extrovertiert sind und ja, emotionale eher noch offen. Und dann kann man plötzlich, und dann haben die ihre Likes gemacht und dann komme ich zum Beispiel hier auf solche Anordnungen von Punkten, also Punkte sind jetzt die Filme, und kann so Cluster erkennen. Und diese Cluster soll natürlich der Algorithmus erkennen, dass zum Beispiel gewissenhafte und extrovertierte Leute eher so, ja, so Komödien sich anschauen, emotional und offene vielleicht eher so, ja, Avantgarde-Filme und dann gibt es vielleicht noch irgendwas dazwischen für Familienfilme. Und hier gibt es Algorithmen dafür, also im Prinzip hier mal aufs Zweidimensionale gezeigt, habe ich also wirklich so Datenpunkte, die irgendwo im Raum liegen, das ist jetzt hier zweidimensional, das ist trivial, aber es kann natürlich N-Merkmale, also im n-dimensionalen Raum sein. Und dieser Algorithmus funktioniert so, dass ich einfach mal zum Beispiel sage, ich möchte die zwei wichtigsten Cluster finden und dann oder allgemein K-Cluster, da gibt es auch Verfahren, die dann mir sagen, wie viele Cluster habe ich hier möglicherweise vorliegen und so eine Voranalyse machen. Aber dann habe ich jetzt erstmal noch meine nicht eingeteilten Punkte, wähle mal zwei beliebige Zentren und dann berechne ich für jeden dieser Punkte den Abstand zu diesen Zentren und ordne ihn dann diesem Zentrumspunkt zu dem man näher liegt. Und das würde dann zu dieser Situation führen, dass alle in diesem roten Bereich liegen näher zu dem Punkt und alle X in diesem blauen Bereich näher zu dem. Dann würde ich innerhalb von einem solchen, das sind temporäre Cluster, würde ich jetzt das Zentrum verrücken und zwar so, dass die durchschnittliche Distanz zu den Punkten minimal wird. Das sind einfache mathematische Berechnungen, aber sehr aufwendige Berechnungen bei Hunderten oder Tausenden von Punkten. Und so kann ich das dann im Prinzip weitermachen. Dann habe ich eine Neueinteilung, also habe die neuen Zentren neu bestimmt und mache dann im Prinzip das Gleiche wieder. Ich tue die X wieder dem Zentrumspunkt zuordnen, wo sie näher sind. Und das mache ich eben eine gewisse Anzahl oft. Und dann sieht man zum Beispiel, habe ich am Ende vielleicht dieses Ergebnis, was Schritt 3 zeigt, wo man dann eben sieht, okay, ich habe wirklich dieses rote und dieses blaue Cluster. Und das ist optisch hier natürlich einfach erkennbar. Macht alles der Algorithmus, ist natürlich aufwendig zu berechnen. Oder Assoziationsanalysen, wo es darum geht, typisches Beispiel Warenkorbanalyse, werden zwei Artikel X und Y oft zusammengekauft oder nicht. Einfach um zum Beispiel zu entscheiden, ob ich die Ware im selben Regal platziere, ob ich Kombiangebote mache oder ähnliches. Und die Assoziationsanalyse soll aufdecken, wie Objekte jetzt miteinander ja, verbunden sind. Ja? So, und dann
Darf ich fragen, ob man mich noch hört? Ach du Scheiße. Ja, okay, alles klar, ne, sorry. Ja, gut, manchmal weiß man nicht, wie die Technik noch funktioniert. Okay, jetzt stellen Sie sich mal hier so einen Einkaufszettel vor, also 8 Einkäufe, ganz einfach. Und da kann ich jetzt so Einfallstatistiken machen. Ja, wie oft wurde Apfel gekauft bei diesen 8 Transaktionen? Und es wären 4/8. Das ist einfach. Dann könnte ich zum Beispiel eine Konfidenz, sogenannte Konfidenz bestimmen. Wie oft kauft jemand, der Apfel kauft, auch Bier? Ja, dann gehe ich einfach und schaue, wie oft kommt Bier und Apfel zusammen vor in Relation zu Apfel. Dann komme ich auf 3/4. Jetzt könnte man sagen, naja, kann ich da schon Schlussfolgerung ziehen? Nicht unbedingt. Es könnte ja sein, wir haben EM-Zeit und da wird generell viel Bier zum Beispiel gekauft. Deswegen gibt es noch weitere Metriken, die das dann zum Beispiel relativieren, wo ich dann zum Beispiel jetzt noch den sogenannten Lift habe, wo ich jetzt dann einen Wert zwischen, ja, 1 ist gerade so ein dummer Grenzwert, der würde sagen, naja, wahrscheinlich ist das nicht so aussagekräftig, dass wenn jemand Apfel kauft, er auch Bier kauft, weil generell gerade viel Bier gekauft wird. Und wenn dieser Wert größer 1 ist, ist es eher wahrscheinlich, dass wenn ich die linke Seite habe, dass ich auch die rechte Seite kaufe, andernfalls eher nicht. Und es führt uns dann zum Beispiel zu solchen Assoziationsgraphen, wo man zum Beispiel sieht, wenn jetzt jemand Tropenfrüchte kauft, dann kauft der in der Regel auch Kernobst. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Zwiebel im Einkaufskorb habe, dann auch Gemüse oder anderes Gemüse. Oder jemand, hier habe ich sogar einen sehr starken Lift, jemand, der Aufschnitt kauft, kauft vielleicht auch Scheiben Käse. Und basierend auf solchen Ergebnissen, auf solchen Mustern, die ich ja vorher nicht gekannt habe, kann ich entsprechende Prognosen machen. Die andere Kategorie sind eben Algorithmen des überwachten Lernens. Und da ist die Idee eben die, ich habe so einen Datensatz, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und die Daten könnten jetzt zum Beispiel Bilder sein. Also medizinische Bilder, die jetzt zum Beispiel eine Lunge zeigen auf dem CT. Und ich label die jetzt. Ich sage, das ist ein Bild, wo ich Covid erkenne und das ist ein Bild, wo kein Covid ist. Ja? Und dann nehme ich zum Beispiel von diesen gelabelten Daten 70% der Daten und trainiere damit meinen Algorithmus, also zum Beispiel mein neuronales Netz, und erhalte als Ergebnis dann ein Modell. Und dieses Modell wird dann in der Testphase evaluiert, wo ich dann die 30% der verbleibenden Daten nehme. Da gibt es sehr viel ausgefeiltere Ansätze und schmeiße jetzt die Testdaten rein und schau mal, wie gut ist jetzt die Prädiktion der Klasse zum Beispiel Covid oder nicht Covid bezogen auf diese Testdaten. Und wenn das zufriedenstellend ist, dann nutze ich diese Verfahren später oder dieses Modell, um für dann spätere neue Daten, also wenn neue Bilder gemacht werden, entsprechende Prädiktionen zum Beispiel treffen zu können. Und da gibt es Unmengen an Algorithmik, abhängig auch davon, was ich prädizieren möchte. Habe ich eine Variable, die numerisch ist, dann tue ich eine Zahl prädizieren. Bei einer Klasse, Covid oder nicht Covid, ist es eben dann eine qualitative Variable. Hier ein Beispiel, ein Algorithmus wäre die Regressionsanalyse. Da ging es darum, also, dass ich den Preis eines Hauses in einer gewissen Wohnlage in den USA, das sind Daten aus den 70er Jahren noch, prädizieren möchte, abhängig von gewissen Merkmalen, zum Beispiel abhängig von der Zimmerzahl gibt es hier den Hauspreis in 1000 US-Dollar. Und dann bekommt man eben so eine Punktewolke und dann ist das Ziel, dass man so eine Trendlinie, das ist jetzt bei der linearen Regression, da gibt es natürlich noch verbesserte Verfahren, wo man Kurven reinlegt, wo man so eine Trendlinie so reinlegen möchte, dass diese Punkte, also die durchschnittliche Distanz der Punkte zur Trendlinie minimal ist. Und diese Gerade wäre dann sowas wie die Grundlage für eine Prädiktion. Und das hat man mal gemacht hier für so einen Datensatz, Hauspreise in Boston 70er Jahre. Hat man 2 Merkmale genommen oder Prädiktoren, Zimmerzahl und Anteil der Einwohner mit niedrigem Einkommen in Nachbarschaft. Und da hat diese beiden Ergebnisse, also je mehr Zimmer ich habe, desto teurer ist es. Das bestätigen die Punkte. Und je geringer das Einkommen oder der Anteil der Anwohner mit geringem Einkommen der Nachbarschaft ist,
Naja, je höher der ist, desto geringer der Hauspreis. Das ist ein Prädiktor, der wirkt sozusagen entgegengesetzt. Das sieht man auch, da ist die Gerade, eigentlich ist das eher so eine Kurve. Deswegen ja, ist es nicht so optimal. Man kann das jetzt wieder normieren, also durch einfache mathematische Transformationen, sodass das dann insgesamt besser wird. Und die Idee jetzt beim Machine Learning ist oft, dass man sagt, naja, irgendwie geben die beide Informationen die Merkmale, aber ich kann die vielleicht auch noch geschickt miteinander verknüpfen. Und das ist auf dem, also die Frage ist, was ist der bessere Prädiktor hier für den Hauspreis? Und hier gibt es noch so einen kombinierten Prädiktor, der jetzt einfach, man kann feststellen oder hat festgestellt durch Analysen, dass eben dieser Prädiktoranteil der Nachbarn stärker gewichtet als vielleicht die Zimmerzahl und macht dann eine mathematische Regressionsgleichung. Wie hier und sieht, man hat hier einen relativ guten Prädiktor. Und dann sieht man zum Beispiel, wenn ich nur die Anzahl der Räume nehme, dann komme ich auf $4.400 Vorhersagefehler im Schnitt, also bei der Prädiktion. Wenn ich fehlender Wohlstand der Nachbarn nehme, ist es weniger. Und wenn ich beide kombiniere, bekomme ich ein besseres Ergebnis. Und das zeigt so ein bisschen, wie diese Algorithmen da ticken. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, das kriege ich jetzt, tut mir leid, nicht alles hin. Anderes Thema ist Klassifikation, wo ich also Datenpunkte habe und ich möchte jetzt Regeln ableiten, aufgrund derer ich jetzt einen neuen Datenpunkt einer Klasse zuordnen kann. Und ich habe hier mal ein Beispiel, Früchteklassen, Melone, Apfel und so weiter und gewisse Merkmale wie Farbe, Größe, Form, Geschmack. Und möchte jetzt, wenn ich die Merkmale vorliegen habe, einen Datenpunkt einer Früchteklasse zuordnen. Und jetzt kann man im Prinzip so ein System trainieren, indem man jetzt viele solcher Punkte eben vorgibt und jeweils sagt, man labelt dann, welche Klasse hat zum Beispiel dieses Objekt mit einer großen Größe und mit Farbe gelb und Form ist länglich. Und ich sage, das ist eine Banane oder so. Und dann können Algorithmen sogenannte Entscheidungsbäume oder Regeln im Prinzip lernen. Also wo ich zum Beispiel wirklich sage, ich habe hier zum Beispiel, wenn die Farbe grün ist, dann gehe ich da weiter. Wenn die Größe mittel ist, dann ist das Klasse Apfel. Also auf den Blattknoten habe ich immer meine Klassen. Das mache ich eben auf Grundlage gegebener Datenpunkte. Wenn da neue Datenpunkte hinzukommen, kann ich im Prinzip dann eben entsprechend auf Grundlage der gelernten Regeln sofort diesen Datenpunkt oder diese Frucht dann einer dieser Klassen zuordnen. Und was man dann noch mehr macht, ist, das Problem ist dieses Modell hier. Ist es gut oder ist es nicht gut? Warum Farbe oben? Wie tief ist dieser Baum? Und deswegen geht man oft so vor, man hat kein optimales Modell, aber man erzeugt dann mehrere solcher Modelle oder beispielsweise mehrere solcher Entscheidungsbäume, die gelernt werden und kombiniert die. Das ist wie so die Crowd. Und im Prinzip, nehmen wir mal an, ich habe drei Modelle, drei Entscheidungsbäume mit diesen korrekten Klassifikationen, also 70% korrekt, 70%, 60%. Wenn ich das jetzt als Ensemble vereine, dann bestärken sich natürlich positive Voten oder negative. Und dann sieht man hier zum Beispiel, komme ich, wenn ich immer eine Mehrheitsentscheidung wähle, komme ich im Ensemble dann zu 80% korrekten Vorhersagen. Also sogenannte Random Forest Prinzip. Ja? Random Forest und wie gesagt, das Prinzip des Ensemble Learnings. Neuronale Netze werde ich leider überspringen, weil ich sehe, dass ich zeitlich ein bisschen aus dem Ruder laufe sonst. Und Sie wollen ja alle in die Sonne. Neuronale Netze sind natürlich das Mittel, wo ich eben so Input-Neuronen habe, wo abhängig davon, welche Input-Neuronen quasi belegt sind durch einen Datenpunkt, den ich neu klassifizieren will, zum Beispiel durch eine Bildmatrix, und dann soll eine korrekte Klassifikation zum Beispiel erfolgen. Und das ist in der Medizin sehr, sehr beliebt schon und wird immer verbreiteter, dass ich zum Beispiel auf Grundlage digitaler Bilder erkenne, da ist jetzt ein Tumor oder da ist eine Auffälligkeit. Natürlich muss ich das der Experte dann anschauen.
Und diese Abbildung, die erschreckt dann auch wieder ein bisschen, wo ich dann nicht nur Bilddaten vielleicht sogar als Input nehme, sondern eben noch Labordaten, histologische Daten, klinische Symptomatik und dann alle möglichen Modelle bauen kann, die mir Prognosen erlauben. Und letztlich ist es auf Grundlage der Daten relativ gut möglich. Und so ein System lernt halt immer schneller als jetzt der einzelne Arzt. Das ist jetzt nicht die Erfahrung, aber das soll auch im Prinzip die Möglichkeiten andeuten. Ja, wir haben ethische und rechtliche Probleme natürlich, die man nicht wegdiskutieren kann und auch nicht wegdiskutieren sollte. Weiß nicht, ob jemand gestern die Caroline Glebe-Kuss-Sendung gesehen hat, die hat dann auch von diskriminierenden Algorithmen gesprochen. Das ist zum Teil irre. Also da gibt es in den USA, wurde wirklich ein neuronales Netz, ein Modell eingesetzt, wo man Prognosen gegeben hat, ob jemand eine Bewährung gegeben werden kann oder nicht. Hat aber quasi diesen Algorithmus trainiert, wo halt dann ja rassistisch eigentlich diskriminiert wurde. Also wenn jemand die Hautfarbe schwarz hat, dann hat der Algorithmus automatisch die Bewährungsperspektiven quasi niedriger gerankt oder so. Und sowas möchte man natürlich nicht oder genauso bei Kreditvergaben, dass da das Geschlecht oder die Hautfarbe oder was auch immer Einfluss dann hat. Und um diese Diskussion muss man sich natürlich auch bemühen. Was ist programmierter Rassismus oder programmierte Diskriminierung? Wo sind da Grenzen? Wie weit kann man da eigentlich gehen und wo muss man da im Prinzip ja, Grenzen setzen? Also wir führen zum Beispiel an der Uni Ulm jetzt ab dem Wintersemester einen Masterstudiengang Künstliche Intelligenz ein. Und da werden auch ethische Fragestellungen im Prinzip eine Rolle spielen. Andere Themen sind natürlich in praktischen Anwendungen. Wem gehören denn die Daten? Also wem gehören denn die Daten im Auto? Gehören die der Werkstatt? Gehören die dem Autohändler? Gehören die dem Autoproduzent? Gehören die mir, weil es ja mein Auto ist? Wer soll Zugriff auf die Daten haben? Für welchen Zweck sind die Daten gesammelt worden? Ist das dokumentiert? Und welche Schlüsse dürfen daraus gezogen werden und welche möchte ich nicht daraus gezogen bekommen? Ergebnisse muss man also von so Machine Learning-Verfahren immer deswegen unter Vorbehalt sehen. Und rein statistische Argumente sind auch nicht ausreichend. Also wichtig ist, leider kann ich die Diskussion jetzt hier nicht umfassend führen, aber ethische und rechtliche Aspekte spielen natürlich eine große Rolle und deswegen sollte man in so einem Data Science-Kontext auch immer, sage ich mal, dann entsprechende Kompetenz haben. Und die aktuelle Forschung im Bereich Machine Learning beschäftigt sich sehr stark auch mit Themen wie Erklärbarkeit. Also warum wird jetzt ein Kredit nicht gegeben zum Beispiel? Oder warum wird da jetzt vorgeschlagen, dass da eine Bewährung nicht sinnvoll ist? Weil nur wenn diese Erklärbarkeit, die heute bei Verfahren oft nicht möglich ist, weil man wirft Daten rein und bekommt halt eine Klasse, Bewährung ja oder nein. Und das ist aber heute nicht mehr ausreichend und da entwickeln sich diese Algorithmen in Richtung Fairness, auch in Richtung Akzeptanz natürlich weiter. Zum Abschluss ist Machine Learning natürlich jetzt diese Algorithmik. Machine Learning nennt uns diese Verfahren, mit denen wir jetzt im Prinzip, ich habe Ihnen bewachtes, unüberwachtes Lernen gezeigt, Modelle bauen können, die uns Prädiktionen erlauben. Aber das reicht natürlich noch nicht aus. Ich habe Ihnen gesagt, Datenqualität ist wichtig. Also wir müssen im Unternehmen eigentlich Personen haben, die sich um Daten, um Datenvorbereitung kümmern, um explorative Datenanalyse, Statistik und natürlich auch um das Machine Learning. Und das ist so die Rolle des Data Scientist, oder wie im Harvard Business Review gesagt hat, Data Scientist, the most sexiest job in the next century. Und das wird vielleicht eine ähnliche Relevanz oder Rolle wie die Mathematik haben. Ich würde jetzt die Frage hier ausklammern. Da wollte ich fragen, ob Sie Data Scientist im Unternehmen haben. Es wird draußen laut. Ich muss kurz zumachen. Moment. Rasenmäher und Aceman. So, ich bin gleich fertig. Aber natürlich geht es auch darum, diese Datenkompetenz, dieses Data Science dann ins unternehmerische Geschäft im Prinzip zu transformieren, also wirkliche Business Analytics auch
zu machen. Und der Kollege Seiter von der Uni Ulm hat dazu richtigerweise angemerkt, dass das Kompetenzen eben die im Unternehmen vorhandenen Daten analysieren zu können, sodass ich wirklich auch betriebswirtschaftliche Problemstellungen löse, Mehrwert erzeuge, vielleicht sogar neue Produktservices generiere, das wird einen Wettbewerbsvorteil bringen. Und wir bewegen uns eben weg von dieser rein deskriptiven Analyse, so wie sie eben Statistik lange gemacht hat, mehr zu prädiktiven Modellen. Und irgendwann wird es sogar so weit gehen, was muss ich tun, dass ich vielleicht gewisse Probleme, die ich prädiziere, gar nicht haben werde. Also so, man sagt dann auch präskriptiv. Da gehe ich durch und bin beim Ende. Möchte kurz Werbung machen für eine Initiative der Universität Ulm, der Technischen Hochschule Ulm, der IHK Ulm, der Stadt Ulm und vieler Unternehmen aus der Region, wo es um die Etablierung eines Transferzentrums für Digitalisierung, Analytics und Data Science geht. Wo Sie einfach hier sehen, wir haben hier nicht nur meine beiden Mitstreiter und mich, sondern wir haben über 40 Professoren bereits, die sich committed haben, hier Kompetenzen aus der Universität, aus der Hochschule auch in die Praxis zu transferieren, sie in im Prinzip ihren Projekten zu unterstützen. Und um hier eine zentrale Anlaufstelle zu haben, um hier auch nachhaltig Strukturen aufzubauen, gründen wir eben eine Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung, wo dann auch irgendwann noch eine Tochter GmbH dranhängen wird, die auch solche Projekte durchführen kann. Der Bürger hat gesagt, wir haben eine umfassende Förderung und diese Förderung wird uns auch helfen, KMUs insbesondere auf diesem Weg mitzunehmen, sie auch zu unterstützen, diesen Weg mitzugehen und auch Chancen und Perspektiven in KI zu erkennen und vielleicht in solche Projekte und auch vielleicht Verbünde zu gelangen, auch Projekte mit Wissenschaftlern zu machen, wo sie dann eine Förderung erhalten. Das sind einige der Ziele, aber noch nicht alle. Wir bauen aktuell eine Webpräsenz auf. Da ist jetzt so eine Landingpage, die wird jetzt gerade in den nächsten Tagen und Wochen dann ausgebaut. Und ich denke, wir starten jetzt sehr, sehr bald, weil alle Genehmigungen zum Einrichten der Stiftung mittlerweile vorliegen. Vielen Dank.